Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute werden wir mit euch darüber reden, wie man im Tennis einen Punkt macht. Wir haben beide schon einige Tennismatches absolviert und können euch daher verschiedene Möglichkeiten vorstellen. Genau genommen reden wir über die drei Möglichkeiten, einen Punkt zu machen. Hier auf dem Kanal Tennis erklärt dreht sich alles rund um den Tennissport. Abonniere jetzt, um nichts mehr zu verpassen. Beginnen wir gleich mit der ersten Möglichkeit, einen Punkt im Tennis zu machen. Der Winner. Beim Winner erarbeitet man sich den Punkt selbst. Dabei schlägt man den Ball so, dass ihn der Gegner nicht mehr erreichen kann, bevor der Ball den Boden zweimal berührt. Beim Tennis darf der Ball den Boden allgemein immer nur einmal berühren. Die zweite Möglichkeit ist ein Ass. Als ein Ass bezeichnet man es, wenn der Gegner einen Aufschlag nicht mehr erreichen kann. Den Aufschlag werden wir euch noch genauer vorstellen. Dieses Video verlinken wir euch, sobald es online ist, in der Infokarte rechts oben. Die dritte und damit letzte Möglichkeit ist der Fehler des Gegners. Das kann zum Beispiel ein Netztreffer, ein Balance-Out oder ein Doppelfehler. Das bedeutet, dass zwei Aufschläge hintereinander nicht im Aufschlagsfeld landen sein. Natürlich könnte man die drei Kategorien noch genauer unterteilen, aber das würde den Rahmen eines solchen YouTube-Videos sprengen. Wenn euch jetzt noch interessiert, wie man im Tennis zählt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Denn im nächsten Video ist genau das unser Thema. Wenn das Video schon online ist, verlinken wir es euch jetzt hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Team von Tennis erklärt.